So, kurze technische Schwierigkeiten gehabt mit der PS4. Die hat kurz Auge gemacht. Aber jetzt sind wir wieder da, rechtzeitig zum Sprint-Qualifying. Und ja, ich weiß, dass ich im Zuschauermodus bin. Dankeschön. Ich will auch nicht beitreten. Würde ich eh nur fünfmal überrundet werden, mindestens. So. Go-Karts wäre schön, Rob. Vielleicht wird es ja sogar Autoscooter werden. Und Norman und Skiller Heroes sind schon disqualifiziert worden. Anscheinend gab es da beim Start eine Berührung. Kurz mal gucken, Details, Reifen. Jeder startet auf den Mediums. Wie auch die Boxenstrategie sagt. Entweder auf Mediums oder Hards durchfahren, geht klar. Ich hoffe, dass ihr in Liga 1 definitiv mehr fahren könnt, wie ihr Safety Car habt. Im Sprint-Quali wäre auf jeden Fall sehr, sehr wünschenswert. Während sich die Fahrer jetzt langsam in Sektor 3 begeben. Langsam geht's auf die letzte Kurve zu. Ach, schade, dass du nur Sprint gucken kannst. Aber freut mich, dass du trotzdem dabei bist, Rob. Bisschen Gesellschaft hier zu haben im Chat. Und es wird langsam eingefahren in die Startpositionen. Norman und Skiller Hero müssen natürlich mit den kalten Reifen starten. Mal schauen. So. Und Happy Danny wurde auch disqualifiziert, anscheinend zu weit vorgefahren. Nerv nicht. Und die fünf roten Lichter gehen an. Und sie gehen aus. Icy mit einem sehr guten Start. Und hinten geht schon einiges ab. Und Jan ist. Icy Man bleibt auf der 1. Like Bonic setzt sich auf die 2. Mark auf die 3. Lukas neben Leon kämpfen gerade mit Like Bonic um Platz 4. Like Bonic. Auf die 5 zurück. Lukas auf die 4. Leon wieder auf die 3 vor. Mark auf die 2. Und die macht jetzt auch an Like Bonic vorbei. Like Bonic hat anscheinend irgendein Problem. Und Hallabong momentan auf der 7 und hinten ist so viel abgegangen und ich habe nichts mitbekommen, weil der Start einfach schon zu viel gezeigt hat vorne. Momentan kann sich auch Icy langsam absetzen, ist fast 2 Sekunden vor Mark. Leon eine Sekunde hinter Mark. Und Wendig wird jetzt von Patty überholt. Wie sieht's denn aus mit den Positionsänderungen? Patty und Jokerface kämpfen hier gerade um P11. Also am meisten profitiert hat BPF Domi und DC Putty.
Und oh mein Gott, Leute! Stopp! Nicht Liga 3 nachmachen, halt mal! Ich bin hier nicht dafür vorbereitet. Lasst euch Platz. Und Domi dadurch jetzt 7 Positionen nach vorne. Happy Danny 5. Leute, mein Herz, mein Herz. Und momentan hat sich alles gesondert und... Kann mir bitte eine erklären, wann Hallabong bis auf die 15 zurückgefallen ist? Leute, macht das doch bitte nicht so spannend. Ich komme gar nicht hinterher, irgendwie wohin zu gucken. Leon derweil nur noch 3 Zehntel hinter Mark. Ich habe schon keine Ahnung mehr, wo ich hingucken soll. Ja, natürlich ist Liga 3 ein bisschen schwer zu toppen, aber... Was da gerade abgegangen ist, dass die zu 5. oder zu 6. in eine Kurve wollen. Aber es ist schön, dass es funktioniert hat. So, Leon... Jetzt in Schlagdistanz auf jeden Fall zu Mark. Ich darf bloß nicht verpassen. Like Bonnek direkt hinter der Macht. Ja, da könntest du auch recht haben, dass es nicht möglich ist. Rob, das ist sehr kritisch und sehr schwierig zu schaffen. Während Adelnox anscheinend einen Fehler hatte. Weil er sich immer weiter vom Feld entfernt hat. Und Leon derweilen an Mark vorbei auf der langen Geraden. Und hinter Mark kommt schon BMG Lukas angerauscht. Jetzt hat sich, glaube ich, einiges soweit geordnet. Und Happy Danny hat sich anscheinend weggedreht. Und Jan, falls du das gerade sehen solltest, tut mir wirklich leid, wenn ich dich nicht einlade, aber ich komme hier momentan zu nichts. Und Wendig ist raus! Fehler bei Wendig. Schießt sich raus in der Parabolika. Und Safety Car. Dann lade ich doch beide mal ganz kurz ein. Kurz nur Ton und kein Bild. So. Es tut mir leid, ich habe nur eine PS4, deswegen hat man dann im Hintergrund kein Bild. Tut mir wirklich leid. Denn... So, kurz mal. Jan. Wendig. Wo ist jetzt Jan? Geh. So. Mal gucken, ob einer der geschätzten Kollegen. So, jetzt sind wir auch wieder mit Bild da.
Ja, das stimmt, Rob. Das ist wirklich wahr. Nur ein Genie beherrscht das Chaos. Aber bei dir merkt man halt auch, dass die Konstanz da ist. Die anderen machen Fehler und du profitierst halt immer davon. Und das ist halt wirklich sehr, sehr stark von dir. Vor allem als der älteste UPRL-Fahrer von uns. Da spricht deine Erfahrung schon ganz für sich. Will jemand? Ich will DNF-Interviews führen. Jan, wo bist du? Du schuldest mir das DNF-Interview. Gerne doch, Rob. Ich freue mich auch schon wieder nächste Woche gegen dich fahren zu können.